möchte an dieser Stelle natürlich, ich möchte nicht sagen, was die Impfungen angeht, da hätte ich sehr viel zu sagen, aber dadurch, dass meine Freunde alle ermordet worden sind, die sich gegen die Impfung ausgesprochen haben, Also vielleicht mal ganz kurz, das in Deutschland weiß das wirklich noch keiner. In Amerika ist eine große Anzahl an alternativen Ärzten und also Holistic Doctor Staff. Ich glaube, hier von, ja, und auch Wissenschaftler, ja, suizidal angeblich und all solche Sachen nur hier am Ja, Rande. also Und die waren alle in, vor drei wie? Jahren, das ist jetzt fast 3 Jahre her, wurde mein Mama in Chicago, große Autismuskonferenz, und mein sehr guter, sehr enger Freund Jeff Bradstreet, also der Hauptforscher, der geschaut hat, wie man autistische Kinder heilen kann, und hat sehr, sehr viel veröffentlicht, Dutzende von Arbeiten, auch über die Schädlichkeit von Impfstoffen und den Adjuvantien, die da drin sind. Und er hat auf diesem Meeting in Chicago berichtet über eine neue Vorgehensweise, das Gehirn von den autistischen Kindern zu heilen. Und eine Woche später wurde er erschossen, im Fluss treibend gefunden. Und ich weiß nun, dass Jeff, wenn ich irgendwann mal jemand kannte, der nicht, der kein Haar von Suizidalität in sich hatte, war das Jeff. Ja, und es wurde interpretiert als Suizid. Ich weiß aber von Mitarbeitern vom amerikanischen Geheimdienst, dass lang bekannt ist, dass es kein Suizid war, sondern sehr, sehr gut angeordneter Mord, der wirklich nur von Spezialisten so ausgeführt wird. Und seither sind es über 30 Ärzte und Wissenschaftler, die ähnlich tot aufgefunden wurden, Und noch auf andere und Art und manche Weise, auch ne? einfach verschwunden sind, und dann dieser induzierte Herzinfarkt scheint eine beliebte Methode zu sein im Moment. Das weiß ich auch. Diese Geräte habe ich selbst gesehen. Das sind ähnlich wie Gewehre. Da werden mit Mikrowellen wird das Herz beschossen und macht einen sofortigen Herzstillstand. Ich habe also im Tierversuch, haben mir Freunde, die beim CIA sind, das gezeigt, ja, wie weit entwickelt diese Waffen heute sind. Und also das relativ klar ist. Und es sind nun einige Freunde, viele Bekannte, die unter diesem Kreis sind, wo ich mir natürlich auch Gedanken mache, Ja, klar. oder wo auf der Liste ist mein Name, oder wie hoch bin ich da angeordnet. Aber im Moment lebe ich ja noch. Und Ja, hoffentlich bleibt das auch noch ja, so. aber wie gesagt, das Gemeinsame bei den Leuten, die tot aufgefunden wurden, ist ihr der Kampf gegen das gegenwärtige Impfprogramm, ist der Kampf gegen die bestimmte Umweltgifte und der Kampf gegen bestimmte sehr, sehr effektive Heilmethoden, die nicht pharmazeutisch sind. Also es gibt so einen gemeinsamen Nenner, den man finden kann. Deshalb sind bestimmte Dinge, die ich hier auch im Interview Wanted me to find out if there was such a thing as a poison that was undetectable, especially one that seemed to mimic a heart attack, that would kill someone, but it appear that they had a heart attack. I did find such a thing. Does this pistol fire the dart? Yes, it does, Mr. Chairman. And a special one was developed which potentially would be able to enter the target without perception. The poison was frozen into some sort of dart, and then it was shot at very high speed into the person. So at, when it reached the person, it would melt inside them, and the only thing would be like one little tiny red dot on their body, which was hard to detect. There wouldn't be a needle left or anything like that in the person. Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for, We have indeed, for killing people? The round thing at the top is obviously the sight. It works by electricity. There's a battery in the handle, and it fires a small dart. And the dart itself, when it strikes the target, does the target know that he's been hit and about to die? A special one was developed which potentially would be able to enter the target without perception. As a murder instrument, that's about as efficient as you can get, isn't it? It is a weapon, a very serious weapon.
But also the toxin itself would not appear in the autopsy? Yes. So that there was no way of perceiving that the target was him.